So, Wohnwagen, Freunde und Followers. Heute war ich mal beim TÜV. Ich weiß, jetzt kam gerade erstmal gar kein Video mehr, aber ich musste vieles schnell machen. Und habe ich TÜV oder habe ich keinen? Okay. Also, ich habe die Lichter hier neu gemacht, weil die alten waren total kaputt. Die habe ich jetzt angeschlossen. Funktionieren. Und ja. Dann schauen wir mal hier. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr da, wo ich war, sondern ich bin gefahren. Also ich war beim TÜV. Und so, machen wir hier weiter. Ich muss jetzt eh warten auf den Stellplatz. Habe ich angerufen, aber geht leider gerade keiner hin. Deswegen muss ich jetzt eh hier warten. Also, ich habe keinen TÜV bekommen. Warum nicht? Also, wollte ich einfach mal auch weitergeben. Also, ich war bei der Zulassungsstelle, dann habe ich einen Zettel bekommen, dass ich den Wagen ziehen darf zum TÜV. Kann ich jetzt eigentlich gar nicht zeigen, wegen Datenschutz, glaube ich, ja. Also, man geht zur Zulassungsstelle und dann bekommt man einen Zettel. Und mit dem Zettel darf man dann innerhalb von 10 Tagen seinen Wohnwagen zum TÜV bringen. Finde ich jetzt ganz wichtig zu wissen. Also die Zulassungsstelle gehen, sagen, ich habe eine alte Karre, die hat keinen TÜV mehr, aber ich möchte zum TÜV vorfahren. Dann kriegt man einen Zettel von der Dame und dann darf man den Wohnwagen zum nächstgelegenen TÜV bewegen. Man muss halt selber mal überprüfen, ob alles funktioniert. Nicht einfach mit einer totalen Schrottkarre losfahren. Also ich habe schon geschaut, dass die Bremsen gehen. Das heißt, wenn die Schnur oder der sich abkuppelt und dann gibt es so ein Seil um die Anhängerkupplung und wenn der praktisch runterhupft, dann zieht das Seil und würde dann den Wohnwagen bremsen. Also ich habe es getestet, wenn es extrem praktisch runterhupfen würde, am Seil ziehen, dann würde er auf jeden Fall bremsen. Das funktioniert. Aber für den TÜV nicht ausreichend, weil jetzt habe ich auch den Sinn der Anti-Schlinger-Kupplung wohl gecheckt. Das heißt, wenn extreme Belastung drauf ist, dann geht das auseinander und dann muss das auch ziehen wohl und dann entsteht auch eine Bremswirkung. Genau. Also bemängelt wurde Auflaufbremse, Wirkung nicht ausreichend. Dann muss ich gucken, an was es liegt. Dann haben wir Betriebsbremsanlage mindestens Abbremsung nicht erreicht, keine Ahnung, was er jetzt genau damit meint. Also, wenn man fragt, ne, es ist jetzt kurz vor Feierabend, ich bin auch ziemlich spät, ich musste lange arbeiten, deswegen habe ich den letzten Termin bekommen. Und da haben die meistens keinen Bock mehr, so wie es aussieht. Auf jeden Fall Umrissleuchten von mehr als eine ohne Funktion, das sind die, wo ich vorne angeschlossen habe, aber ich war jetzt mir nicht sicher im Internet. Habe ich geschaut, ob die halt konstant leuchten müssen, so wie Abblendlicht. Wusste ich nicht genau, habe nichts gefunden. Also habe ich zwar angeschlossen, aber abgeklemmt für den TÜV, weil ich will ja nicht, dass irgendwas falsch leuchtet. Das hat er bemängelt, hat gesagt, ja, das muss die ganze Zeit leuchten. Da habe ich gesagt, ja, ich brauche bloß reingehen mit dem Schraubenzieher, das wieder eindingsen, aber darauf ist er gar nicht groß eingegangen. Ja, muss man halt jetzt beim nächsten Mal machen. Also jetzt machen und dann vorfahren. Ich denke, die müssen dauernd leuchten, so wie es aussieht. Also genauere Infos habe ich noch nicht gefunden. Wenn ihr mehr wisst, schreibt es unten rein. Könnt ihr mal helfen, also unten in die Comments rein. Auch wegen der Auflaufbremse. Also kommt auf so eine Prüfstation und dann rollt es und dann irgendwie fährt er ein Stück vor und dann zieht es und dann muss das Ding bremsen. Keine Ahnung. Muss ich mir auch nochmal schlau machen. Fahrtrichtungsanzeiger hinten links und hinten rechts ohne Funktion, stimmt nicht. Ich habe dann Zündung angemacht und hat es geblinkt auf einmal, aber irgendwie hat er es dann vergessen und trotzdem mit aufgeschrieben. Aber überprüfe ich dann auch nochmal, warum nicht. Was er auch bemängelt hat, dass die Kennzeichenbeleuchtung fehlt. Also wo ich den bekommen habe, da war nie Kennzeichenbeleuchtung dran. Also ging auch kein Kabel da weg oder dahinter, dass da Kennzeichenbeleuchtung mal war. Da sind auch keine Löcher da, wo ich sagte, ne, da gibt es doch die kleinen schwarzen Dinger, wo dann halt ein Licht drauf haben, wo du oben drüber montierst und dann ist beleuchtet. War nicht da, gab es nicht. War auch vorher nicht da. Muss ich nachrüsten, einfach kaufen, kostet nicht die Welt. Das nächste war dann Reifenkennzeichnung.
1 Achse links und rechts Zulässigkeit nicht nachgewiesen. Ich habe nagelneue Reifen gekauft, genau die gleichen, die drauf waren. Und ja, sind wohl nicht zugelassen. Das heißt, ich darf jetzt auch nochmal neue Reifen kaufen, weil ich auch keinen alten Fahrzeugbrief habe, wo das drin stand. Oder die hatten vorher einfach nicht die richtigen Reifen drauf. Und ich kaufe die genau die gleichen Reifen halt in nagelneu nach und kann sie jetzt wohl nicht benutzen oder so. Also schon scheiße. Also immer auch gucken, ob die Reifen in den Unterlagen mit drin stehen, weil sonst bringt es euch nichts. Wenn ihr dann neue kauft, auf jeden Fall mal nachgucken, welche ihr kaufen sollt. Also anhand des Fahrzeugbriefs und Fahrzeugschein und nicht einfach die nochmal nachkaufen, die drauf waren. Weil wie man sieht, passen die wohl nicht. Ja. Zur TÜV-Situation, wie läuft es ab? Ne? Ich wusste es nicht, ich habe auch nicht viel im Netz drüber gefunden und auch nicht in YouTube. Möchte jetzt einfach beschreiben, vielleicht hilft es auch jemand. Ich bin jetzt hingefahren und dann hat er sich in mein Auto reingeguckt, hat das Ding reingezogen und dann auf die Bremsprüfanlage da drauf gefahren, hat da rum hin und her, bum 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 und ja, dann hat er gesagt, ey, schau mal, das zieht's auseinander und der Wagen bremst nicht, die Bremsen gehen nicht. Also sie gehen schon, weil wenn ich es mit der Hand voll anziehe, dann bremst er schon. Das heißt, auch wenn der jetzt abkuppeln würde, total abkuppeln würde und das Seil würde ziehen, dann würde es auch bremsen. Aber für den TÜV halt nicht ausreichend, das muss halt viel früher passieren. Völlig verständlich, muss ich nachgucken, werde ich machen. Dann sollte ich außen an Wagen gehen, praktisch von außen und dann rütteln. Da hat er dann geschaut, ob die Verbindung vom Rahmen zu der Hülle außen passt oder nicht, aber ob es auch nicht passt, sondern ob es hebt und solide ist und so. Also die Unterkonstruktion hat er gesagt, ist gut, passt, muss ich nichts machen. Dann hat er einfach unten durchgeschaut, also was ich jetzt halt auch mit, weil ich gespachtelt habe auch und so, das habt ihr jetzt leider alle nicht gesehen. Aber das kommt dann in den nächsten Videos, was ich gemacht habe. Wie gesagt, musste alles schnell gehen. Ich habe viel Arbeit und viel zu tun, gerade damit mit Beruf, dass ich zwar Wohnwagen jetzt schnell machen konnte, dass ich zum TÜV fahre halt, mal gucken, Reifen aufblasen, Licht gucken. Ne? Die Elektrik habe ich guckt, habe ich nochmal aufgemacht. Kann ich nochmal zeigen. Vielleicht seht ihr es, ja, da hinten liegt es. Ne? Da hinten liegt es. Da habe ich dann, weil gar nichts mehr ging, habe ich angekuppelt, Gott sei Dank ein paar Tage vorher, habe nochmal geschaut, weil wo ich es zubaut hatte, da hat alles funktioniert, Blinker, Bremslicht, alles ging. Aber jetzt dann, gestern habe ich nochmal nachgeschaut, vorsichtshalber, weil ich ja heute einen TÜV hatte und es ging die Hälfte nicht. Also musste ich gestern nochmal mit dem Netzteil, habe ich dann auf 12 Volt gestellt, hier drin, und habe dann jeweils immer die Leitungen gepinkt oder Strom drauf geben, die was jetzt funktionieren müssen, wie Bremslicht und so weiter. Das habe ich da alles prüft, Netzteil einfach genommen und ja, die Leitungen angeklemmt. So, ja, okay. Was ist noch wichtig? Achso, wegen TÜV-Ablauf war das. Jetzt bin ich wieder abgeschweift. Okay, dann war er unterm Wagen, hat halt geschaut, ob Löcher da sind und so, hat halt das eine bemängelt, was halt, da habe ich so einen Bogen und da ist noch nicht ganz zu, hat gesagt, das muss man zumachen. Und Boden unten muss halt auch zu sein, da habe ich halt mit Fiberglas gespachtelt, ne, mit Fiber, mit Autospachtel habe ich da halt schnell rein und wie gesagt, ich will es ja eh gescheit machen, ich wollte einfach nur das Teil bewegen können. Mich jetzt freut, wenn die Bremsen irgendwie gegangen wären und das Licht und dann hätte ich schon TÜV, dann könnte ich halt schön, ja, dahin fahren, wo ich jetzt gerade hinfahren muss mit dem Teil, um es weiter zu reparieren, habe ich leider nicht bekommen. Deswegen muss ich jetzt halt Bremsen machen und Licht muss ich nochmal nachprüfen. Aber im Endeffekt, Bremsen, Lichter müssen funktionieren. Der Rahmen muss insgesamt, also das, was unten unter Konstruktion Metall ist, muss gut sein, nicht durchgerostet und so weiter. Und das war's eigentlich, weil Gasprüfung. Haben sie ja gefragt, ob ich es machen will, weil der hatte mal Gas, will ich aber nicht mehr, weil ich ja Solar gekauft habe und dann kommt Solarpanel oben drauf und wenn man irgendwo am Campen ist, nimmt man eh, wenn man nirgendwo ist, also irgendwo ist praktisch, nehme ich dann Solar und wenn wir am Campingplatz sind oder am Stellplatz, da kriegen wir dann Strom von außen, also brauche ich eigentlich so gesehen kein Gas mehr, weil alles läuft dann über Strom. Ja, das war es so im Großen und Ganzen, glaube ich. Ich glaube, ich habe nichts vergessen.
Also wie gesagt, TÜV habe ich leider keinen bekommen, aber das kriegen wir auch noch hin. Und dann geht es ja noch weiter. Ich bin mit Innenausbau noch nicht ganz fertig. Und jetzt habe ich aber einen Stellplatz, einen offiziellen, mir organisiert, weil bis jetzt war das Ding immer auf dem Parkplatz vom Kanten und da ist jetzt Baustelle und irgendwann fangen die dann an, die Parkplätze auch neu zu machen und dann wollte ich das Ding erstmal jetzt auf der Seite haben, dass ich halt keinen Ärger kriege oder keinen Stress oder irgendwas halt dann unerwartet. Jetzt muss es weg, heute muss weg. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich das jetzt alles vorgezogen, habe mir einen Stellplatz gesucht und ja, dann schauen wir mal, wird schon weitergehen. Ja, muss ja weitergehen. Also zukünftig werden Videos auch kommen, aber ihr müsst Daumen da lassen. Schön liken, schön kommentieren, dann drehe ich auch weiter, wie das jetzt halt dann irgendwann mal zum Schluss kommt. Ansonsten denke ich mir, ah, okay, brauchst du ja nicht unbedingt. Aber ich wollte es jetzt mit dem TÜV nochmal euch sagen. Und was ich jetzt auch sehe, ist halt das zulässige Gesamtgewicht. Es sind 850 Kilo. Das ist ein Eura-Caravan Typ 440. Und was hat er denn für ein Baujahr? Also es geht eigentlich, ne? Für so die Mängelliste. Na, Licht, ein paar Löcher und Bremse. Eigentlich nichts Tragisches. Und viele wollten mal wissen, wie alt er ist. Das werde ich jetzt auch gleich mit hier reinpacken in das Video. Also, das Ding ist aus 1974. Der Wagen ist 2 Jahre älter wie ich. Okay. Das war's von mir soweit. Wie gesagt, Daumen oben da lassen, schön abonnieren und dann könnt ihr sehen, wie es weitergeht. Wir hören uns und sehen uns. Bis bald. Ciao. Tada! Offizieller Stellplatz. Endlich habe ich einen. Steht gerade. Gut, hier sind zwar ein paar Bäume, aber ich bin froh, dass ich überhaupt einen Stellplatz habe. Und jetzt kann man hier wirklich in aller Ruhe reparieren und fertig machen, ohne Stress. Mein Auto kann ich stehen lassen, habe ich gefragt, wenn ich hier bin. Alles total stressfrei, endlich. Dann kann man das auch in Ruhe machen. Ich habe auch gefragt, ob es okay ist, wenn man hier baut. Also was umbaut, einbaut, anbaut, was auch immer. Alles kein Problem. So muss es doch sein, Leute, oder? Love it. Okay, wir sehen uns. Bis zum nächsten Video.